Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Wir wollen mal wieder hier ein bisschen Kohle von auswärts anschaffen, denn unsere Produktion lässt nach, weil wir keinen Strom mehr haben. Und zusätzlich müssten wir das Ganze hier doch mal auch ein bisschen sichern. Und ich denke, da werden wir auch ein bisschen mehr Energie hier brauchen. Ja, letztes Mal haben wir die Roboter zur Genüge ausprobiert. Hatte ich hier meinen zweiten Waggon? Na, da mache ich doch wieder einen dran. Stellt sich jetzt die Frage, was machen wir? Optimieren wir jetzt erst unsere alte Produktion mit den Robotern oder baue ich erst eine neue, um dann vor allen Dingen, also am besten, glaube ich, produziere ich jetzt erstmal alles, was ich für die Roboter brauche, für die Kisten, mit den Robotern nochmal neu. Ist ja schon einiges, nämlich Stahlträger, Eisenplatten, Holzpolen, ne, Holzpolen nicht, aber Schaltkreise, erweiterte Schaltkreise. Und das war's. Wenn wir das alles automatisch hätten, dann könnte ich quasi so viel Roboter und Kisten bauen, wie ich will. Und dann würde ich, denke ich, so langsam anfangen, die ganzen Knickarmroboter zu ersetzen. Denn dann können wir genau fein justieren, wer was wann geliefert kriegt. Und das macht uns in wesentlich effizienter. Ist natürlich sehr viel Fummelkram. Ich werde es versuchen, so viel wie möglich hier onscreen zu machen. Aber wenn ich jetzt merke, ich bin hier zwei Folgen nur am Einstellungen tätigen, dann würde ich eventuell auch ein bisschen was offscreen machen. Aber weiß ich nicht. Oder alternativ könnte man auch sagen, wir machen es nach und nach. Da setzen nicht alles auf einmal. Wäre natürlich auch, denke ich mal, an der Zeit hier zu erweitern dann, denn die nächsten Forschungen werden bestimmt nicht billiger. So, ich hoffe, zwei Solarzellen reichen. Für die drei Erzförderer. Obwohl, ich kann keine mehr machen. Hier müssen wir eventuell nachher noch mal eine nachsetzen. Solange muss hier mal ein Laserturm jetzt halten. Aber es kommt auf jeden Fall schon mal was. Ich fahre mal mit dem Zug zurück. Und dann wollen wir mal gucken. Die nächste Frage ist... Oh, jetzt habe ich, glaube ich, aus Versehen selber gestartet. Go. Die nächste Frage ist, wie oder woher nehme ich die Ressourcen für den Bau der Roboter? Ich möchte dieses Netzwerk hier eigentlich ungern noch weiter auslasten, denn ich finde, das ist schon ziemlich ausgelastet, so wie es ist. Ich kann hier kaum noch was abgreifen, ohne irgendwas lahmzulegen. Das ist so schon sehr langsam. Also bleibt nicht so viel über, wie ich gern hätte. Deswegen müssen wir da mal gucken. So, hier bewegt sich nichts mehr. Alle Roboter sind geladen. Hier ist genau das drin, was wir haben wollten. Wir sehen noch, was hier auf Vorrat ist. Weil hier ist gar nichts mehr auf Vorrat. Ah, so funktioniert es also. Gut. Alles Überschüssige wird in den Lagerkisten automatisch zwischengelagert. Das heißt, wir können da einen Puffer mit erzeugen. Das ist echt schön. So, jetzt habe ich natürlich zwei total unsinnige Kisten. Die stelle ich hier mal eben hin. Und sack den ganzen Rummel mal ein. Und jetzt müssen wir uns mal eben die Karte angucken. Ob wir denn noch irgendwo Bronze könnte ich hier noch abgreifen. Silber hier. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich erweitere die Basis ein bisschen hier raus und mache hier eine Produktionskette für Roboter, bräuchte ich da eigentlich nichts, weil die brauchen nur Strom. Das finde ich, glaube ich, eine ganz gute Idee. Macht uns hier natürlich ein bisschen verwundbar gerade. Aber ich muss die Ressourcen ja alle nicht noch mehr belasten. Ich denke, die hier halten sowieso nicht, die halten sowieso nicht mehr so lange. Also früher oder später werden wir hier auch mit dem Zug nochmal weiter expandieren müssen. Deswegen muss ich auch die offensiven Techniken nochmal ausbauen. Gut. Gesagt, getan. Wir bauen um. Wir können ja hier schon mal fett anfangen. Erstmal brauche ich, glaube ich, Kisten. Erstmal brauche ich, glaube ich, Mats. Und da nehme ich jetzt auch mal ruhig da hinten was. Wenn wir diese Forschung, die wir gerade machen, fertig haben, dann haben wir zumindest den Vorteil, dass wir nicht mehr... Oh, hier wird gerade geschossen.
dass wir nicht mehr selber laufen müssen für jeden Rummel, denn wir können uns das auch liefern lassen, wenn wir innerhalb unseres Netzwerks sind. Was wir natürlich jetzt so weit wie möglich ausbreiten wollen. Denn diese Roboternetzwerke sind nicht, Netzwerke gibt es nicht nur für Transportroboter, sondern es gibt auch alle möglichen anderen Formen. Wie, oder was heißt alle möglichen anderen Formen, zumindest gibt es halt diese Kampfaufbauroboter. Kampfroboter weiß ich nicht, ob es nur die persönlichen gibt oder noch andere. Aber zumindest gibt es noch Reparaturroboter und die sind ganz wichtig, denn wie wir hier sehen, alles kriegt hier ständig irgendwo Schaden her. Selbst mit einer guten Verteidigung kommt man da kaum gegen an, ohne das per Hand zu reparieren. Und wer will schon das alles per Hand reparieren? So, Stahlträger ist ja weniger das Problem. Da haben wir schon mal einen großen Vorrat. Wobei groß ist der Vorrat nun auch nicht unbedingt. So, ich denke aber, wir kommen mit einer Bay und einem mit den 6 Robotern erstmal hin und brauchen erstmal nur Kisten. Und natürlich Strom, das ist auch noch so ein Problem, denn das ist auch ziemlich teuer. Da ist das Eisen. Ach, hier unsere alte. Ah, das können wir eigentlich da lassen. Aus nostalgischen Gründen. Ich hatte doch noch Erden. Habe ich jetzt alle unten gesetzt? Da muss ich noch ein paar bauen. Machen wir mal 5. Für das Teil brauche ich. Oh, ich habe sowieso das Inventar sehr überfüllt. Ich muss mal eben ein bisschen Krempel in die Rummelskisten packen. Bevor ich jetzt hier loslege. Ja, Knicker am Roboter brauchen wir im Grunde dann kaum noch. Mal gucken, was kann denn hier überhaupt weg? Und wo rein? So, der Schmelzofen kann weg. Die leichte Rüstung behalten wir noch. Obwohl, eigentlich kann ich auch mal hier warten. Pistole wartet. Zugstation, Zugsignal, brauchen wir alles nicht. Backsteine brauchen wir gerade nicht. Eisenstangen haben wir sowieso zu viel. Und die ganzen Ressourcen hier, die passen nicht. Die schmeiße ich einfach hier hin. So. Steine. Ey, kann ich die Steine nicht wegschmeißen? Ach komm, irgendwo werden doch die Steine noch reinpacken. Dann setzen wir halt noch eine Kiste hin. Und können da dann noch diese Erze reinpacken. Solarzellen brauchen wir. Den Laserturm auch. Die Dinger auch. Das ist die Frage, wie genau machen wir es? Ich glaube, wir brauchen doch aber noch so ein paar Knickarmroboter, baue ich glaube ich noch ein. Zumindest sagen wir mal, um das Zeug jetzt hier zu sammeln gleich. Machen wir, ach so, ein bisschen planvoll aufbauen, so dass wir nicht allzu viel verschwenden. So. Und so. Dann machen wir das so zusammen. Den schnellen Klickarmroboter. Obwohl, den machen wir dahin. Könnte. Ein hoch. Und dann machen wir hier. Ich glaube, ich muss mir aber bis zum nächsten Mal doch nochmal durchlesen, was genau anders ist. Nicht, dass wir irgendwas nachher verpennen, was wichtig wäre. So, den Roboterhangar. Ach so, ja, wir müssen das sogar noch etwas zentrieren. Hat Vor- und Nachteile. Dadurch, dass wir das mehr zentrieren müssen, kriegen wir zumindest auch ein bisschen weniger abzudeckenden Bereichen. Also wo die kritischen Gerätschaften stehen. Naja, nicht wirklich. Aber man muss die Sachen positiv sehen. So. Ach,
Das ist jetzt ein bisschen Arschweit. Schon den Platz ausnutzen, den wir haben. So. Ja, Strom. Produzieren wir verdreckt hier neben. Und den Turm stelle ich da auch hin. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem. Oh, das reicht nicht. Ah, das heißt nur, dass die Sachen langsam aufgebaut werden. Okay. Ja, wir können ja noch eine bauen. Dann haben wir wohl keine Mats mehr dafür. Hochöfen brauchen wir auch noch. Uiuiui, das wird noch einiges an Arbeit hier vor uns. Da kommt ja noch was an. Ist mir gerade auch wichtiger, dass das hier fertig wird mit den Robotern. Oder zumindest die Roboterteile produzieren. Am schönsten wäre sogar, wenn wir eine Roboter, die Roboter produzieren. Ja, denn wir haben aus keiner aller Endzeitfilme irgendetwas gelernt. Wir wollen ja auch die menschliche Natur nicht zu sehr verändern. Das Problem ist, dass ich so viel Eisen einsammle und so wenig Kupfer, dass ich jetzt wahrscheinlich gleich eine Fuhre Eisen erstmal in die Schrottkiste da packen kann. Ah, hier könnte ich nochmal eben. Da stackt schon wieder die Dinger. Da kommt kaum hinterher, ey. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall, denke ich, ein bisschen was. Kann ich auch nochmal hier und da und da. Ich muss da unten hin. Ja, ja, Kleinkram hält auf. Ich wollte Eisen hier hinlegen. Machen wir mal zwei Stacks. Na, machen wir ruhig ein bisschen Platz. Brauchen wir vielleicht noch. Jetzt ist die Frage, vernetze ich das überhaupt alles oder versorge ich die autark? Nee, wir vernetzen. Weil das natürlich auch wieder viel Kupfer kostet. Na, jetzt schiebt mich doch nicht immer weg. Meine Maschinen sind gegen mich. Gleichzeitig möchte ich, glaube ich, jetzt hier den Hochofen. Wo ist er? Der geht natürlich nicht. Dafür braucht man Ziegelsteine. Na, wäre zu schön gewesen. So, wir haben aber sowieso gerade keinen Strom, weil ich noch keine Akquisitoren gebaut habe. Ich glaube, so alles darum. Ne, komm mal. Wir halten den. Wenn wir das schon mal ändern, dann halten wir auch den Bereich hier so frei wie möglich. Wo wir die Roboter rumfliegen lassen. Denn wenn der eh so stark begrenzt ist, dann müssen wir da nicht noch unnötig Zeug reinhauen. Das können wir besser hier hinhauen. So, Ziegelsteine, das haben wir da hinten ganz viele. Und nochmal über die Karte rennen. Ach, wer rennt denn heutzutage? Wir haben ein Auto. Da muss noch Kohle rein. Gut. Wir rennen nochmal über die Karte, um uns Kohle zu holen. Ja, habe ich ja während das Kleinkram aufhält. So. Oh, Moment. Wir fahren besser nicht überall unsere Sachen drüber, sondern außenrum. Kommen wir direkt mal in die Lage unserer Türme unten schicken. Wie viele Bäume so ein Auto wohl aushält? Noch genug, um da durchzukommen. Hui. Was wollte ich? Steine, genau. Warum steckt hier so viel Kohle? Hier ist auch ein... Der Strom ist echt schwach hier. Hier könnte ich vielleicht mal einen Verbraucher wegnehmen, auch wenn das jetzt Kleinigkeiten sind. Vielleicht bringt es ja was. So, wir brauchen 10 Steine. Ich habe 4. Und noch 2 bitte. Wobei wir sowieso eigentlich 20 bräuchten.
Ihr kommt schon wieder nicht hinterher. Das ist jetzt wieder ein sehr guter Vorbild. Ich habe gerade allen erzählt, dass wir total ausgelastet sind. Jetzt kommt ihr hier wieder nicht hinterher. Wahrscheinlich, weil der Strom so knapp ist. Also das ist auf jeden Fall so das nächste Ziel hier. Mehr Strom. Na komm, noch ein bisschen. Wie viel haben wir jetzt? Einen noch. Einen noch, der ist schneller. Gut. Und wieder zurück. Und dann haben wir das auch wieder. Dann haben wir Teil 1 schon mal erledigt. Nämlich Bronze. Das, was uns am meisten entfehlt. Ach, ein Baum oder zwei. Kein Problem. Können wir dann nämlich hier herstellen. Und zwar brauchen wir das Ungeschmelzte gar nicht. Ne? Da machen wir das noch ein bisschen anders. Ich weiß, ich bin halt sehr wechslerisch, aber es ist nur zu eurem Besten. Denn wir wollen ja hier ordentlich arbeiten. Wo ist Hochhof? Den habe ich noch gar nicht gebaut. Weil mir auch Stahlträger fehlen, die ich dezent vergessen habe. Dann produzieren wir das zuerst zu. Oh, bleib stehen, bleib stehen! Oh. zu Barren. Denn. Oh, ich traue mich gar nicht. Rückwärts fahren. Sehr schön. Ich hätte jetzt rückwärts irgendwo da reinfahren müssen. Das wäre der Hit gewesen. Denn dann braucht man nicht unbedingt das Erz herumtransportieren. Ist ja Blödsinn. Ich habe auch eine Dampfmaschine in der Tasche und einen Hochofen hätte ich auch noch gehabt. Warum lübt hier eigentlich noch nix? Reicht das nicht? Uiuiui. Hochofen. Ist er fertig? Ja. So, dahin. Und dann dahin. Ne? So. Und das passt genau. Perfekt. So, eine Anbieterkiste. Jetzt brauchen wir nur noch Strom. Und dafür fehlt uns Kupfer. Das reicht immer noch nicht. Das kann er nicht. Das muss doch reichen. Dann lasse ich die Roboter Bay noch mal eben weg, bis das da unten läuft. Wahrscheinlich auch der Laserturm. Vielleicht hätte ich die Roboter Bay sogar stehen lassen können. Dann kann ich das noch ein bisschen umplatzieren. So. Maximale Platzausnutzung. Aha, ich stehe zu weit weg. Ich glaube, ein Feld höher hätte ich noch gekonnt, aber vollkommen wurscht. Immerhin ist jetzt auch nicht mit dem Stromnetz verbunden und ich habe hier die Dinger falsch gelegt. Das muss natürlich nach oben. So, jetzt zeige ich mal, was du kannst. Wahrscheinlich hätte ich direkt zwei bauen sollen, aber das machen wir dann. Gut, das dauert jetzt ein bisschen, bis wir hier weiterkommen. Da würde ich sagen, mache ich hier auch direkt mal einen kleinen Schnitt und sage bis zum nächsten Mal, euer Schubock.